Tempio di Nettuno è uno dei più famosi. Der Neptun-Tempel in Paestum ist unbestritten eines der bedeutendsten Bauwerke der griechischen Klassik. Doch obwohl es sich um ein ikonisches Bauwerk handelt, wirft dieser Tempel noch immer viele Fragen auf. Ein Tempel, so Gabriele Zuchtriegel, deutscher Direktor des archäologischen Parks von Paestum südlich von Neapel, dem unglaublich, aber wahr, mehr als 2500 Jahre in einem der aktivsten Erdbebengebiete Italiens nichts anhaben konnte. Eine Gruppe von Ingenieuren, Architekten und Archäologen wollte wissen, warum der Tempel so ungewöhnlich stabil ist. Ingenieur Luigi Letta von der Universität Salerno leitet dieses Forschungsprojekt. Wir fragten uns, wie vom ingenieurtechnischen Standpunkt aus so ein Bauwerk in einer Erdbebengegend wie hier so lange überleben konnte. Mit invasiven Technologien erforschten wir die Basis dieses Tempels im Erdreich. Dafür nutzten wir Geoelektrik und Georadar. Die alten Griechen, das weiß man jetzt, nutzten zum Bau dieses Tempels zwei Marmorarten als Basis im Erdreich. Für die Säulen einen weicheren Stein als für die strukturelle Basis. Damit schufen sie, so Luigi Petti, den ersten bisher bekannten antiseismischen Großbau der Geschichte. Der Neptun-Tempel in Paestum ist heute das wahrscheinlich am besten erforschte antike Bauwerk Italiens. Er wird inzwischen rund um die Uhr kontrolliert, Luigi Petti. Es handelt sich um ein multidisziplinäres Screening dieses Bauwerks. Im Erdreich mit Sensoren und Radar, aus der Luft mit Drohnen und auch aus dem Weltraum mit Hilfe von Satellitenfotos. Mit den auf diese Weise gesammelten Daten erhalten wir Hinweise auf mikrometrische Bewegungen des Tempels und des Erdreichs. Gabriel Zuchtriegel, der bald in die Direktion von Pompeji wechseln wird, will diesen in Europa bisher einmaligen technologischen Rundumansatz auch für den Erhalt der Ruinenreste der 79 nach Christus infolge eines Vulkanausbruchs untergegangenen römischen Stadt nutzen. In Italien arbeiten die für den Erhalt verantwortlichen Kulturbehörden und Museumsdirektoren eng mit Ingenieuren, Geologen, Wetterforschern und privaten sowie staatlichen Forschungsinstitutionen zusammen. Etwa im Fall der Erdbebengefahren, denen mehr als die Hälfte aller italienischen Kulturgüter im seismisch sehr aktiven Italien ausgesetzt sind. Ingenieur Alessandro Zona an der Universität Camerino zum Beispiel erforscht die konkreten Auswirkungen von Erdbeben auf historische Gebäude. Dafür lässt er Gebäude in einem kleineren Maßstab nachbauen und auf eine große Plattform hieven, die sich dann in Bewegung setzt. Was normalerweise am Computer simuliert wird, probieren wir konkret aus. Und zwar die horizontalen, ruckartigen Bewegungen, wie sie von Erdbeben provoziert werden und wie sie sich auf Bauwerke auswirken. Zona und sein Team sind davon überzeugt, dass solche realen Tests ausführlichere Daten zu möglichen Erdbebenschäden im Fall historischer Gebäude liefern als nur Simulationen. Die auf diese Weise gewonnenen Daten werden dem Kulturministerium zur Verfügung gestellt und kommen bei der Erdbebenvorsorge zur Anwendung. Der international angesehene Papyrologe Graziano Ranocchia hat sich auf die Lesbarmachung bisher komplett unleserlicher antiker Dokumente spezialisiert. Bei unserem Forschungsprojekt geht es um verkohlte Papyrusrollen aus einer Villa in Herkulaneum, infolge des Ausbruchs des Vesuv 79 nach Christus zerstört wurde. Wir versuchen, den Inhalt der Geschichte der Akademie des Philosophen Philodemos von Gadara aus dem zweiten vorchristlichen Jahrhundert zu entziffern, die bisher älteste Darstellung aller antiken griechischen Schulen der Philosophie. Um die schwarz verkohlten Reste dieses Papyrus lesbar zu machen, nutzt Ranocchia neueste Bildgebungstechniken, wie etwa multispektrale Bildgebung. Scanner machen die Tinte auf dem schwarzen, karbonisierten Hintergrund sichtbar. Ranocchias Team arbeitet an weiteren Scannern, die es erleichtern sollen, die antike Tinte auf Holzkohlenbasis auch bis tief in die noch zusammengerollten Schriftrollen vom Rest des Papyrus zu unterscheiden und somit erkennbar zu machen. Damit Papyrologen wie Ranocchia und andere Experten, die sich um den Erhalt, die Restaurierung und die Erforschung italienischer Kulturgüter bemühen, ständig mit den modernsten Technologien italienischer Unternehmen versorgt werden, bringt die Enea beide Seiten zusammen. Die staatliche Enea, mit Sitz in Frascati bei Rom, ist eine der wichtigsten italienischen Einrichtungen für wissenschaftliche Forschungen auf den verschiedensten Gebieten.
Roberta Fantoni ist für die Projekte Adamo und Cobra verantwortlich. La Regione Lazio promuove. Die Region Lazio zum Beispiel fördert den Einsatz modernster Technologien zum Erhalt von Kulturgütern. Adamo und Cobra sind zwei Projekte, die neue Technologien für die Erforschung und den Erhalt von Kulturgütern in Auftrag geben und bereits bestehende neue Technologien auf ihren möglichen Einsatz im Bereich der Kulturgüter prüfen. Das heißt, gefördert wird der Techniktransfer in den Kulturbereich. Wie im Fall der antiken römischen Stadtmauern. Noch existieren mehr als 10 Kilometer der Stadtmauern von Kaiser Aurelius aus dem 3. Jahrhundert nach Christus. Doch aufgrund von Erdbeben und klimatischen Einwirkungen brechen immer wieder Teile dieser Mauern zusammen. Mit einem vom Projekt Adamo geförderten System aus Glasfasersensoren werden immer mehr Mauerkilometer rund um die Uhr kontrolliert. Selbst kleinste Risse werden so erfasst und erlauben es den Archäologen rechtzeitig einzugreifen, bevor es zu weiteren Einstürzen kommen kann.